also die Cantuccini mit der Butter. Und die Pistazien kommen noch zu einer Creme, die ich mache aus Joghurt, Frischkäse. Dann habe ich hier Zucker drin, ein bisschen Zitronensaft kommt rein, Vanillepaste. Und verfeinert wird das Ganze mit Tannenspitzensirup. Das heißt, es schmeckt so richtig dann nach Wald. Und ganz doll angeglichen wird es, damit es natürlich auch fest wird und schnittfest, mit Gelatine. Cantuccini sind härter als andere Kekse. Zerbröseln ist nicht. Doch ihr könnt sie auch mit einem Messer zerhacken. Ihr könnt natürlich die so fein machen, wie ihr möchtet. Hier sind jetzt noch ein paar große Stücken drin, die lasse ich einfach drin. Das andere ist so fein, dann kann man sich ja freuen, wenn man einen ganzen Keks abbekommt. Der Boden geht ganz einfach. Ich schmelze Butter in einem Topf und gebe die Cantuccini-Krümel dazu. Dann vermische ich das Ganze gründlich und schon kann die Masse in die Form. Und wenn man mag, kann man das Ganze dann noch in den Kühlschrank stellen. Das mache ich jetzt auch. Dann wird die Butter nämlich schon mal fest, dann wird der Boden auch fest. Und nachher, wenn ich die Creme raufgebe, dann verrutschen die Kekse nicht. Feliz Navidad. Feliz Navidad. So, und während der Boden kühlt, kann ich mich um die Creme kümmern. Für die zerkleinere ich mir zuerst die Pistazienkerne zu grünem Mehl. Zu den Pistazien gebe ich nun Joghurt, Doppelrahmen Frischkäse, Zucker, Vanilleextrakt, frisch gepressten Zitronensaft. Und jetzt kommt was ganz Feines rein. Und zwar habe ich hier so einen Tannenwipfelsirup. Das heißt, wenn die Tannen ganz frisch austreiben, dann entstehen ja so kleine grüne Wipfel, die so hellgrün sind und ganz doll nach Tanne duften. Und die sind hier drin als Sirup. Also man hat dann so einen Waldgeschmack. Ganz, ganz lecker. Und das kommt jetzt da noch mit rein. Tannenspitzensirup bekommt ihr im Fachhandel und online. Ich weiche parallel schon mal die Gelatine ein. Mmh, es duftet. Ich löse die Gelatine kurz auf dem Herd auf, dann rühre ich etwas von der Creme mit rein. So, jetzt kommt die angeglichene Creme wieder hier rein. So, und jetzt kommt das Ganze auf meinen Cantuccini-Boden. Oh, the weather outside. Wer es noch weihnachtlicher möchte, kann den Boden übrigens auch mit Spekulatius machen. Jetzt kippe ich einfach nur die Creme drauf und streiche sie glatt. Das war's schon. So. Und das Ganze geht jetzt in den Kühlschrank zum Kühlen. And I brought some corn for Papa. So, für den Kuchen habe ich gleich zur Dekoration so ein bisschen Pistaziengrieß und natürlich Pistazien. Und ich steche mir jetzt noch aus Fondant so kleine Weihnachtsbäume und Sterne aus. Wenn ihr gerade Marzipan da habt, könnt ihr auch super damit verzieren. Das passt geschmacklich perfekt zum Cantuccini-Boden. Auf jeden Fall ist es eine tolle Bastelei. Jetzt hole ich mal meinen Kuchen raus. Der müsste nämlich eigentlich schon durchgekühlt sein. Sieht doch fantastisch aus. Alles ist fest. Also raus mit dir, damit ich dich dekorieren und probieren kann. So, herrlich. So, man könnte ihn jetzt runterheben. Ich finde es ganz lustig mit dem Papier. So, denn es ist wie ein Geschenk. Und das Beste, das Geschenk ist essbar. Und fertig ist er. Sieht er nicht schön aus? Wenn ihr noch was braucht, ne? Für eine Kaffeetafel am Weihnachtsfeiertag. Es ist kein Ofen nötig und es geht schnell. Und ist dazu noch super lecker. Deshalb muss ich das grüne Wunder jetzt anschneiden und pronto probieren.